Also im Garten- und Landschaftsbau von Trends zu sprechen, ist sicherlich nicht ganz so einfach, weil Gärten im Grunde genommen A, sehr zeitlos sind und sich dann auch immer wieder auf die entsprechende Architektur des Hauses mitbeziehen. Und das sind ja oftmals Investitionen, die über Jahrzehnte dann auch reichen bzw. erhalten müssen. Was man sicherlich sagen kann, ist, dass die Nutzungsform von Gärten sich geändert hat. Gärten immer mehr zu Oasen der Ruhe, zu Erholungsorten werden. Wo man sich mit Freunden trifft, wo man gemeinsam kocht, gemeinsam grillt und eventuell auch oder sehr oft einfach auch nach dem Arbeitsalltag wirklich Urlaub macht und das jeden Tag, jeden Abend im eigenen Garten ein Gläschen Wein trinkt. Das ist so der eigentliche Trend im Garten, also eine ganz andere Nutzungsform, wie er vielleicht früher hatte. Ja, also auch ich merke natürlich in der Kundenstruktur den demografischen Wandel, also sprich Kunden, die immer älter werden, die, sag ich mal, ihr Häusle einfach schon auch abbezahlt haben und jetzt ihren Garten, der vielleicht bislang vernachlässigt worden ist, umgestalten, so umgestalten, dass er auch etwas weniger intensiv zu bearbeiten ist, also die dabei an Bewässerungsanlagen denken, automatische Bewässerung oder gar mit Mährobotern arbeiten, also sprich den Garten in einem Zustand halten, ohne, sage ich mal, allzu viel selber Arbeit aufwenden zu müssen, das ist so sicherlich auch eine Geschichte, die aufgrund des demografischen Wandels immer mehr gefragt wird.